Shalom lachem, achim v'achayot yikarim. Shalom euch, liebe Brüder und Schwestern. Wir setzen auch heute unsere Lehre fort mit dem Thema Das Buch des Lebens. Wir haben diese Lehre mit Offenbarung 3 begonnen. Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern begleitet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. In dieser Serie haben wir über die weißen Kleider gesprochen und wir haben über das Buch des Lebens geredet, die Quelle des Lebens, die Versöhnung und Vergebung, Jesus, der gekommen ist, den Preis zu bezahlen. Und heute konzentrieren wir uns auf die Möglichkeit, vom Buch des Lebens ausgestrichen zu werden, weil Jesus sagt, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Wenn Jesus sagt, ich lösche seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens, das bedeutet, dass es eine Möglichkeit gibt, aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden. Das ist eine Warnung, das ist eine wichtige Warnung, eine ernste Warnung. Wir haben ja gesehen, dass nur Gerechte ins Buch des Lebens geschrieben werden. Aber die Bibel offenbart uns zum Beispiel in Hesekiel 18, Vers 24, dass ein Gerechter wieder fallen kann, kann seinen Glauben verlassen, er kann sich entscheiden, gegen Gott zu rebellieren, und all seine Gerechtigkeit wird ihm nicht mehr zugerechnet werden. Hesekiel 18, Vers 24. Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, sollte er leben? Nein, sondern es soll an all seine Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden. Wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen hat, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Diese Botschaft finden wir auch in Hebräer im Neuen Testament. In Hebräer 10, Vers 38 steht geschrieben, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Es gibt so eine Möglichkeit, zurückzuweichen. Gott hat uns die freie Wahl gelassen. Nur so hat unsere Liebe einen Wert. Wenn wir das Recht haben zu wählen, dann können wir gehorsam sein oder nicht gehorsam sein. Jesus sagt, wer mich liebt, der tut meine Gebote. Das steht im Evangelium des Johannes 14, Vers 15, und er wiederholt das in Vers 21 und Vers 23. Wer mich liebt, wer meine Gebote hält, wer mein Wort im Herzen hat, der ist es, der mich liebt. So verstehe ich Liebe, sagt Jesus. Und ein Gerechter, der an Gott glaubt und versucht, seinen Glauben zu leben, der geht auf dem Weg der Gerechtigkeit. Das bedeutet nicht, dass er vollkommen ist, das bedeutet nicht, dass er nicht auch fehlen kann, aber er glaubt an Gott, er tut Buße und er läuft weiter und Gott rechtfertigt ihn. Jesus rechtfertigt ihn wegen seinem Glauben an das Opfer, das Gott erfunden hat. Er ist der Messias, er ist das Opfer, das Gott erfunden hat. So sehen wir, dass man Gerechtigkeit bekommen kann durch das, dass wir Vergebung und Versöhnung empfangen haben, und man kann auch entscheiden zu verlassen. Und wenn Gerechte die sind, die ins Buch des Lebens geschrieben werden, dann diese Gerechte, die beschlossen haben zu verlassen, sie haben den Weg begonnen, sie haben Glauben bekommen, sie haben den Glauben an Jesus bekannt, haben Buße getan, aber später wegen ihrer Wahl haben sie gewählt, zurückzuweichen, zu verlassen. Jesus sagt, ihr Name wird ausgestrichen werden. Wessen Namen wird nicht ausgestrichen werden? Der Name des Überwinders. Was ist der Überwinder? Wie überwindet man? Das Neue Testament gibt uns eine deutliche Antwort. Gott hat uns nicht in dieser Sache, wer der Überwinder ist, verwundert gelassen. Im 1. Johannesbrief 5, Vers 4 steht uns geschrieben, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Unser Glaube an Jesus ist der Sieg, weil Jesus hat schon gesiegt. Er hat die Welt besiegt, hat den Tod besiegt, hat den Satan besiegt. Er hat die Sünde genommen, wurde begraben, Staub am Kreuz. Aber er ist am Ende des dritten Tages von den Toten auferstanden, ist in den Himmel hinaufgegangen. Und so hat er die Waffe des Teufels zerbrochen, was Schuld ist, wo Satan dasteht und beschuldigt, wie im Fall von Hiob. Er wartet nur, um auf die Sünde deuten zu können. Aber jetzt steht Jesus im Himmel und sagt, Vater,
Ich habe für sie und diesen Juden und diesen Heiden bezahlt, die an mich glauben, dieser Welt haben ihr Leben dir, Gott, zu übergeben, an dich zu glauben. Ich habe vergeben, versöhnt und bezahlt für sie, und Satan hat diese Waffe nicht mehr gegen sie, er kann nicht mehr beschuldigen. Er kann nicht mehr sagen, Gott, du hast mich ins höllische Feuer gerichtet, auch sie musst du richten, denn du bist doch ein Gott der Gerechtigkeit. Wenn du mich in die Hölle wirfst, musst du auch sie in den ewigen Feuersee werfen. Er kann das nicht tun mit jenen, die ihr Leben Gott gegeben haben. Gott hat ihnen vergeben, hat sie gereinigt, hat sie mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet und mit Kleidern des Heils. Satan ist hilflos. So, Jesus hat gesiegt, und wenn wir glauben, haben wir Teil an seinem Sieg. Aufgrund unseres Glaubens halten wir fest an dem Sieg, den er errungen hat. Deshalb, wenn Jesus sagt in der Offenbarung der Gemeinde Sardis, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Wer überwindet, das bedeutet, dass er an seinem Glauben festgehalten hat, bis zum Ende nicht auf dem Wege zerbrochen ist. Es steht doch geschrieben in Hebräer 3, dass wir Söhne des Hauses Gottes sind. Wir gehören zu Jesus, wenn wir an unserem Glauben bis zum Ende festhalten. Habt 8, Hebräer 3, Vers 6. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und noch steht geschrieben in Vers 14 im gleichen Kapitel, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Wir müssen bis zum Schluss festhalten. Der Sieger oder Überwinder ist der, der an seinem Glauben bis zum Schluss festhält, bis zum Ende seines Lebens, bis an den Tag, wo Gott ihn nimmt, bis sein Leben, seine Prüfung auf der Erde zu Ende ist. Wir halten fest am Glauben. So überwindet man, und so werden wir mit den weißen Kleidern bleiben, weil wir sie gewaschen haben. Jedes Mal, wenn wir gefehlt haben, haben wir um Vergebung gebetet aufgrund des Opfers Jesu. Wir bewahren unsere Kleider und strengen uns natürlich an, sie nicht zu beschmutzen, nicht in die Sünde zu gehen, in diesen Schlamm und diesen Sumpf der Sünde, nicht von neuem in die Sünde zu gehen. So jene, die überwinden, die an ihrem Glauben festhalten, sie ziehen weiße Kleider an, und ihr Name wird nicht oft aus dem Buch des Lebens ausgelöscht werden. Aber jene, die zurückweichen, die gerecht waren und gegangen sind, ihr Name wird ausgelöscht werden. Sie gehen zurück in die Sünde, ihr Name wird ausgetilgt werden. Ihr erinnert euch am Sinaiberg, da betet Mose für das Volk und bittet, dass Gott das Volk nicht vernichtet über die Sünde des goldenen Kalbes. Und Mose strengt sich da so an, dass er Gott sagt, wenn du nicht vergibst, wenn du nicht die Sünde des Volkes vergibst, dann lösche mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Ich lese in 2. Mose 32, Verse 32 und 33. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose ist bereit, aus dem Buch des Lebens ausgetilgt zu werden. Da sprach der Herr zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Jemand, der sündigt und nicht Buße tut, den werde ich auslöschen. Wer seinen Glauben verlassen hat und die Sünde wählt, das ist nicht, dass ich in irgendwas gefehlt habe und jetzt ist es vorbei, ich bin vom Buch des Lebens gestrichen. Wenn ich sogar ohne Wissen gefehlt habe, Jesus betet für mich, er ist mein hoher Priester und tritt für mich ein, und sein Blut und seine Gnade bedecken mich. Aber ich kann nicht aus freier Wahl in die Sünde gehen und dort bleiben und erwarten, in der Ewigkeit in den Himmel zu kommen. So also überwinden wir wegen unserem lebendigen Glauben, nicht nur ein theoretischer Glauben, sondern auch ein Glaube, der wirkt. Wenn das so ist, dann möchte ich schließen mit Hebräer 12, Vers 28 und 29. Hebräer 12, Vers 28 und 29. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Liebe Brüder und Schwestern, die schon den Glauben an Jesus angenommen haben, wir haben ein ewiges Reich bekommen, die kein Corona und kein Krieg und kein Erdbeben erschüttern kann. Keines dieser Dinge bekommen
kommen in den dritten Himmel, wo Gott ist. Dort werden wir hinkommen und in der Ewigkeit sein. Hier auf der Erde, alles, was wir Menschen bauen, ist wie ein Kartenhaus. Ein kleiner Virus, ein kleines Corona, und seht, was passiert der ganzen Weltwirtschaft, der reichen Staaten, alle Flugplätze, der ganze Tourismus, wie alles zum Stocken gekommen ist und wie Menschen kaum das Brot zum Leben haben. Sie haben ihre Arbeitsplätze und ihr Einkommen verloren und andere Menschen sind krank. Schon Hunderttausende in der Welt und sterben in steigender Zahl. Alles von einem kleinen Virus. Und was wird geschehen, wenn die Sterne die Erde treffen werden und alle Dinge, die noch kommen werden, wenn das Gericht Gottes stärker und stärker über der Welt sein wird, die ihn abgestoßen hat, die Gott einen Tritt versetzt hat, die die Sünde erwählt, die alle Gräuel erwählt und nicht hören will. Sie sagen, es gibt keinen Gott. Wir glauben nicht an ihn, wir glauben an die Lüge von der Evolution. Man tauscht den Glauben an Gott mit einem Glauben an Nichtiges aus, was falscherweise sich Wissenschaft nennt. Das ist keine Wissenschaft, das ist Science Fiction. Das Gericht Gottes über die Welt, in der wir leben, wird nur immer größer werden. Aber wir, die wir diesen Glauben bekommen haben, wir haben ein anderes Reich, nicht von dieser Welt. Ein Reich, das nicht erschüttert wird. Deshalb lasst uns mit Dank kommen, unsere Namen sind im Buch des Lebens geschrieben und Gott auf wohlgefällige Weise dienen mit Scheu und Ehrfurcht. Wir haben nichts, mit dem wir uns brüsten können, ich und jeder andere. Wir sind Sünder, die durch die Gnade Gottes erlöst worden sind, durch sein Versöhnen und seine Vergebung. So, was haben wir stolz zu sein? Ja, wir wollen in Ehrfurcht wandeln, weil eines Tages wir alle zum Gericht vor und unserem Vater im Himmel stehen werden. Er liebt uns, er ist ein Gott voller Gnade, aber wie wir hier geschrieben steht, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein heiliger Gott und seine Heiligkeit ist brennend. Und nur die, die Vergebung und Gerechtigkeit bekommen haben, können eines Tages einen neuen Leib bekommen, der in der Gegenwart des heiligen Gottes stehen kann und nicht verbrennt, sondern mit ihm in Ewigkeit lebt. Aber hier auf der Erde sind wir gerufen, in Demut zu wandeln, mit Ehrfurcht, mit Dank und auch mit Freude über das, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Möge Gott euch segnen, liebe Brüder und Schwestern. Shalom, Shalom.